Wenn es Gott wirklich gibt, was wir jetzt in den letzten Videos schon festgestellt haben, dann muss er uns auch die Möglichkeit geben, ihn einfach zu finden. Wir können jetzt einfach mal ganz simpel nachdenken. Es gibt keine Stadt ohne ihren Bürgermeister. Es gibt kein Buch ohne seinen Schreiber. Es gibt kein Bild ohne seinen Maler. Wie kann es also sein, dass diese Welt, dass diese Erde ohne ihren Schöpfer, ohne ihren Macher ist? Also, wenn es Gott wirklich gibt, dann muss er uns auch die Möglichkeit geben, ihn einfach kennenzulernen und einfach zu finden. Deshalb, lass uns einfach simpel überlegen. Kann es irgendein Land geben ohne seinen Verantwortlichen, ohne einen Bundeskanzler? Kann es irgendein Gesetz geben ohne seinen Gesetzgeber? Und kann es irgendein System geben ohne seinen Entwickler? Und wie kann es jetzt also sein, dass unser Immunsystem, das Ökosystem, das Sonnensystem ohne seinen Entwickler ist? Und wie kann es sein, dass die Naturgesetze, die du ständig im Physikunterricht, im Chemieunterricht, im Biounterricht behandelst, ohne einen Gesetzgeber ist? Und stell dir mal vor, du würdest sagen, das Video, was du jetzt gerade schaust, ist aus Zufall entstanden. Da steckt niemand dahinter. Genau so ist es, wenn du sagst, die Welt, das ganze System, alles, was auf dieser Welt passiert, die Naturgesetze sind aus Zufällen entstanden. Das waren jetzt kleine Beispiele von mir, die ich dir als Impuls geben wollte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls du noch weitere Beispiele hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und hier kommst du zu unserem letzten Video und hier kannst du uns abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und lass dich erfrischen.